Ja, herzlich willkommen zur DigiCamp Social Podiumsdiskussion in der Mittagspause. Mit mir noch drei weitere sehr interessante Menschen hier mit dabei: die Birgit Aschemann, Psychologin, Erwachsenenbildnerin, aktive MOOC-Macherin, bekannt von ConEdu und ihren Artikeln bei Erwachsenenbildung.at. Der Chris Bühler, lizenzierter Cyberethiker mit Hackerherz und ein Flair für clevere Mechanik aus der Schweiz. Und der Ingo Dachwitz, Redakteur bei Netzpolitik.org, Mitinitiator vom Hashtag Digitale Kirche und bis 2018 Jugenddelegierter der EKD-Synode. Und ich freue mich total, dass ihr drei da seid, weil wir jetzt nämlich die Möglichkeit haben, uns eine Dreiviertelstunde über das Thema künstliche Intelligenz zu unterhalten und mehrere Perspektiven jetzt auch mit dabei haben. Die Bildungsperspektive, die netzpolitische Perspektive, die ethische Perspektive. Und ich glaube, da wird das einfach mal ganz, ganz spannend sein, was ihr auf meine Fragen auch zu erwidern ist. Und mich würde jetzt als erstes mal interessieren, Birgit, und da würde ich dich bitten, anzufangen, wenn du jetzt mal so das Jahr zurückschaust. Das ist ja, kann man im Prinzip 2023 das Jahr der künstlichen Intelligenz nennen. Was war für dich denn so das ausschlaggebende Aha-Erlebnis, wo du gesagt hast, jetzt müssen wir uns mit dem Thema KI unbedingt beschäftigen oder was dich total überrascht hat? So, ich war ein paar Mal in dem Jahr einigermaßen sprachlos. Das erste Mal, wie ich selber auf diesen Anthropomorphismus reingefallen bin und in ChatGPT eine Frage gepostet habe, die meine Maschine nicht stellen kann. Das war so mal das erste, wo ich mir dachte, um Gottes Willen, jetzt tue ich es selber. Das zweite war eigentlich so, wie ich draufgekommen bin, wie kann ich ChatGPT zum Halluzinieren bringen? Also wie ich so das entdeckt habe, wie kann ich das machen, dass es halluziniert? Das war für mich schon so ein Moment, wo ich irgendwie berührt war, so ein Aha-Moment. Aber das, was ich da wirklich rausgreifen möchte, was mal wiederholt passiert ist und was mir am meisten erschüttert, ist eigentlich so und das habe ich ein paar Mal erlebt bei Meetings, bei Diskussionen, bei also so Online-Treffen mit Entwicklern und mit Anwendern, dieser Moment, wo jemand sagt, das schaut doch schon gut aus, das nehmen wir. Also so diese Bereitschaft, das, was da ist, wenn es gut aussieht, einfach zu verwenden, also ein Produkt einer generativen KI, in dem Fall ChatGPT, ohne wissen zu wollen, was ist das eigentlich, wie ist das zustande gekommen, ist das jetzt, also ohne das zu hinterfragen und ohne, also es begegnet mir immer wieder und das ist für mich wirklich immer so ein Wake-up-Moment, wo ich mir dann immer denke, jetzt, wir sind sozusagen sozusagen im Eingemachten der Bildung, ja, also unsere Grundsubstanz, wenn man so will, ist Wissen. Und also es ist so ein ganz wesentliches Element der Bildung, das, was man als Wissen erachten. Und jetzt gibt es da ein Wissen, von dem man zwar prinzipiell in groben Zügen wissen, wie das zustande kommt, wie so ein neuronales Netz lernt und so weiter, aber im Detail bei neuronalen Netzen dieser Mächtigkeit nicht mehr wissen, genau, wie kommen die jetzt genau auf das Ergebnis und wir nehmen das einfach, ja. Und was heißt das jetzt? Also, so, was muss Wissen für Kriterien erfüllen, damit wir jetzt bereit sind, damit irgendwie zu lehren, zu lernen, zu arbeiten, zu schreiben und so. Also, das ist immer, wenn man das begegnet, dann bin ich so ganz berührt, ja. Ja. Sehr schön. Ja, Ingo, ihr schreibt ja bei Netzpolitik.org viel netzpolitische Themen, Digitalthemen. Wann ist für euch so dieses Jahr das Thema groß aufgestoßen? Was war für dich persönlich so ein Moment, wo du mal innegehalten hast und wo so ein Aha-Erlebnis auch für dich entsteht? Ja, also das finde ich ja, was ja dieses Jahr auszeichnet, ist, dass sozusagen diese Technologie, die wir KI nennen, also sozusagen Bild- und Textgeneratoren, dass die sozusagen auf die Breite losgelassen worden sind, dass es sozusagen in der Breite angekommen ist, dass Leute da viele Berührungspunkte mit haben. Deshalb ist für mich der prägendste Punkt tatsächlich auch,
wie ich eine Debatte hatte über den Einsatz davon mit jemandem. Wir haben nämlich bei netzpolitik.org angefangen, seit Anfang des Re Jahres relativ früh schon damit rum zu experimentieren und zumindest diese Bildgeneratoren einzusetzen. Wir sind ein gemeinnütziges Medium, wir sind spendenfinanziert. Das heißt, wir haben nie viel Geld gehabt für Grafik, für Design, für Bilder. Wir haben auch kaum Bilder eingekauft, sondern immer frei lizenzierte Bilder genommen, Creative Commons-Fans und so weiter. Jetzt haben wir plötzlich mit Bildgeneratoren wie Midjourney die Möglichkeit gehabt, wahnsinnig schöne Bilder für die Illustration unserer Artikel zu erstellen. Das machen wir bisweilen auch. Ja, zusammen mit unserem Grafiker, also beziehungsweise er hat es eigentlich gemacht, hat er für eine große Recherche, die ich im Sommer veröffentlicht habe, diverse Bilder damit generiert. Ich habe die dann auch bei einem Vortrag hier in Berlin in einem Hackspace, in der C-Base benutzt als sozusagen Illustration. Und danach kam jemand auf mich zu, ein Hacker sozusagen, der dort ein- und ausgeht und sagte, war erst ganz begeistert, was sind das für tolle Bilder, die du da hast? Das ist ja wahnsinnig, wie schön und wie gut die Story illustrieren und so weiter. Da habe ich ihm gesagt, ja, das haben wir mit Midjourney gemacht und da ist ihm wirklich die Kinnlade runtergefallen und er war richtig sauer, so, weil er gesagt hat, was, ihr nutzt das, wie könnt ihr das nutzen? So, und da waren wir mitten in der Debatte, und das war für mich so der prägendste, persönlich, auf der persönlichen Ebene der Moment. Als Organisation, als Medium sozusagen beschäftigt uns das Thema natürlich schon lange. Das ist ja sozusagen, es gibt ja immer so Hype-Themen und sozusagen Zyklen, in denen sich Themen bewegen. Ehrlich gesagt ist die Debatte heute, trägt ein anderes Label, aber vieles von dem haben wir schon vor 5 Jahren oder vor 8 Jahren diskutiert unter dem Label Big Data. Das ging in eine ähnliche Richtung. Dann vor 6, 5, 4 Jahren kam so das Thema Algorithmen auf, also was auch ja eigentlich total artverwandt ist jetzt mit dem, was wir heute unter KI, ich versuche den Begriff nicht zu nennen, sondern sogenannter KI, können wir vielleicht gleich nochmal drüber sprechen, warum uns da begegnet. So, das heißt, wir begleiten das schon lange, auch die politische Regulierung auf EU-Ebene. Sorry, ich sehe schon, du willst dazwischen gehen, ich mache mal einen Punkt. Alles gut, alles gut. Ich glaube, das ist auch die super Überleitung zum Chris. Also ich sehe ihn mehrfach zustimmend nicken und lächeln. Und ja, Chris, vielleicht magst du da auch mit der gleichen Frage für dich auch noch mal anschließen, so ein besonderes Aha-Erlebnis für dich im letzten Jahr. Ja, gerne, obwohl ich natürlich gerne gleich einhaken würde bei meinen Vorrednern, habe ich schon ein paar Fragen auch gleich, die mich dann interessieren würde. Aber für mich war so der, vor dem Aha-Moment kam wie so häufig der Ja-Ja-Moment. Und das war Anfang Jahr, als dann plötzlich ganz viele Hochschulen auf mich zukamen und gesagt haben, oh, jetzt ChatGPT und jetzt sind wir gerade in dieser Phase der Abschlussarbeiten. Und dann hat man den Ethiker, der den Studenten verbieten soll, KI zu benutzen oder irgendwas. Also der Ethiker soll ja immer, der ist da zum Dinge verbieten und dann holt man die rein. Und das war für mich so eben das klassische, ja, jetzt kommt da was Neues und da ist mal Panik, die da geschoben wird. Und ich hatte parallel dazu schon seit, wann kam ChatGPT offiziell raus, glaube ich so in Mitte, Ende November oder so war das ja, da habe ich schon also die Studierenden, die ich da betreut habe, habe ich völlig informell so gefragt, ja, Tool, wie nutzt ihr das? Ist das ein Thema für euch und so? Und da kam erstmal eben weniger erstaunlich für mich raus, bei den meisten so, wir wissen noch nicht so, also es ist schon spannend, aber eine Diskussion ist mir noch sehr gut in Erinnerung geblieben. Da sagte eine Studentin zu mir, ich will auf keinen Fall das benutzen, weil jetzt eben genau diese Diskussionen laufen und ich will dann nicht als Plagiat rauskommen und durchfallen. Also da war eine sehr große Hemmung quasi aus juristischen Gründen da. Und das habe ich damals schon gesagt und das würde ich weiterhin klar unterschreiben. In dem Bereich ist nicht viel neu. 80% der Studierenden, glaube ich, die wollen ihr Studium ehrlich oder zumindest größtenteils ehrlich, meine ein bisschen mal was mogeln, das hat wahrscheinlich jeder von uns mal getan, aber so grundsätzlich ehrlich absolvieren. Und dann haben wir die, ja vielleicht nicht, sind weniger als 20%, 10%. Ich bin Geisteswissenschaftler, die Zahlen, das ist so bei mir entweder in der Richtung. Aber ein paar Studierende, die wollen betrügen, also die wollen da irgendwie möglichst billig durchkommen oder halt. Und die wird es immer geben und die werden dann natürlich auch versuchen, diese Tools jetzt zu ihren Gunsten zu nutzen. Das ist aber meiner Meinung nach eben wenig mit den Tools und den technischen Möglichkeiten zu tun, sondern mit der Veranlagung, die da ist. Und jetzt, die Frage war eben nicht nur nach dem Ja-Ja-Moment, sondern nach dem Aha-Moment. Und der kam dann
Anfang Sommer eigentlich, also vor diesem Hintergrund, habe ich dann auch mit einer Klasse eine Diskussion veranstaltet zum Thema, soll man ChatGPT in Semesterarbeiten und in Abschlussarbeiten brauchen dürfen, solche Tools, was haltet ihr davon? Und meine Erwartung war da eigentlich tatsächlich dann auch immer noch, ja, da wird es so ein Spektrum geben, ja, unbedingt, mache ich schon lange, bis zu, bitte auf keinen Fall, nein, das ist doch irgendwie nicht wissenschaftliches Arbeiten. Und das große Aha war, als dann, wir haben es in so einem Raum aufgestellt und es sind alle ganz drüben, ja, machen wir schon. Ist völlig klar, ist kein, das Ob ist völlig kein Thema mehr. Was mich dann sehr gefreut hat, auch als Ethiker im Modul Cyberethik, dass dann eigentlich alle sich auch einig waren, das Wie, das müssen wir natürlich diskutieren. Aber das war dann schon so, okay, das ist jetzt sehr schnell gegangen, dass da alle in dieser Ecke da drüben stehen. Wir nutzen das jetzt schon und das ist, hat sich nur noch akzentuiert seitdem. Ist ja jetzt, finde ich, für mich total interessant, wenn du sagst, so KI im Universitätseinsatz und dann so diese beiden Waagschalen ist KI-Nutzung und ehrliche Arbeit. Ja, also vielleicht kann man da ja nachher auch nochmal drauf kommen, inwieweit vielleicht ja auch eine ehrliche Arbeit mit KI auch überhaupt möglich ist. Und ich finde das ja durchaus legitim. Es ist ein weiteres Mittel im Rahmen der Digitalisierung und da sehe ich eigentlich auch schon das Potenzial, das auch, ich sag mal, ehrlich zu nutzen. Aber davor, du sagtest auch, der habe ich von euch allen drei gehört, die Entwicklung, die ging unheimlich schnell. Und das, so ging es mir genauso. Das war plötzlich, zack, war ChatGPT da und jetzt kommt irgendwie monatlich, kommt irgendwie so ein neues Tool raus, was irgendwie total umwerfend ist von den Funktionen. Und ich warte dann nur darauf, dass wir den Star Trek Universalübersetzer in Echtzeit-Bild-KI in einem Videokonferenzprogramm haben. Ist nur eine Frage der Zeit, aber blicken wir mal ein paar Monate zurück, da gab es genau wegen dieser Geschwindigkeit eine sehr populäre Forderung nach einem Stopp der KI-Entwicklung. Eben das Argument, ja Leute, wir müssen als Gesellschaft und als Menschen auch erstmal durchschnaufen und gucken, wie wir die Entwicklung einsortieren können. Ingo, was... Du hast sicherlich von diesem Stopp oder von dieser Forderung mitbekommen, aber was hältst du davon? Also erstmal freue ich mich ja grundsätzlich, wenn es sozusagen gesellschaftliche Debatten um Technologie, den Einsatz und die sozialen Auswirkungen von Technologie gibt. Das begrüße ich sozusagen immer erstmal, vor allen Dingen auch, wenn es eine Debatte um Lösungen gibt, vielleicht auch um Regulierung. Und dann freue ich mich natürlich auch immer, wenn ich das Gefühl habe, Unternehmen sozusagen nehmen eine gewisse Verantwortung wahr. Weil das ist ja sozusagen mit vielen technischen Entwicklungen, die wir haben, sozusagen die Digitalisierung als Gesamtprozess, würde ich sagen, der letzten 15 Jahre ist bei allem gesellschaftlichen, bei allem politischen Potenzial ein extrem sozusagen kommerziell getriebener Prozess, sozusagen vom Überwachungskapitalismus getriebener Prozess. So, deshalb freue ich mich erstmal, wenn UnternehmerInnen von sich aus auch sagen, okay, wir wollen Verantwortung wahrnehmen. That being said, von diesen sozusagen Aufrufen von Leuten aus der Branche, die selber sozusagen sogenannte KI-Technologien mitentwickeln, Sam Altman von OpenAI beispielsweise, die hinter ChatGPT sprechen, aber auch Elon Musk und so weiter, das ist, glaube ich, eine sehr, sehr große Marketingnummer. Die profitieren, ich halte das auf mehreren Ebenen für problematisch sozusagen, die kommen ja mit großen Szenarien sozusagen, es geht dann um nichts Geringeres als die Rettung der Welt oder die Zerstörung der Welt und das ist einerseits gut für die, weil das sozusagen das Potenzial dermaßen übersteigert dessen, was wir sehen, auch wenn es natürlich krass jetzt im Alltag ist, das zu überleben, aber es sind doch sehr begrenzte Anwendungsfälle, in denen die sogenannte generative KI vorkommt und die übersteigern die Erwartung und übersteigern damit natürlich auch das Investment, den Aktienkurs ihrer Firmen und gleichzeitig lenkt die große Frage vom Weltuntergang und der Beherrschung durch KI ab von sozusagen den Grautönen, den Zwischentönen, wo wir eigentlich hingucken müssen. Dort, wo Automatisierung, Algorithmen, sogenannte künstliche Intelligenz heute schon unseren Alltag prägen, wenn es etwa im sozusagen um die Algorithmen geht, die unsere Social Media, die oder die Suchergebnisse sortieren, wenn es um die Berechnung
von Kreditwürdigkeit oder von sozusagen Zuwendungsbedürftigkeit im Sozialstaat geht und all diese Systeme sozusagen, wo ja schon Automatisierung eingesetzt wird, das verstellt vollkommen den Blick darauf. Das heißt, ich war ziemlich genervt davon und wir haben uns bei netzpolitik.org sehr deutlich dagegen gestellt und haben gesagt, Moment, fallt nicht auf diesen Marketing-Trick rein. Es gibt Dinge, über die wir sprechen müssen. Bildungskontext, klar, verstehe ich, dass alle LehrerInnen sozusagen auch sozusagen dadurch herausgefordert sind. Erstmal müssen wir hingucken, auch im Bereich Desinformationsmöglichkeiten mithilfe von generativer KI müssen wir hingucken, aber ja, von diesem großen Weltuntergangsszenario und deshalb auch der Forderung nach einem kompletten Stopp halte ich nicht viel. Wenn ich da gleich einhaken darf. Ja, dich wollte ich jetzt fragen, wann wir alle sterben werden. Gut, um 13.37 Uhr, damit wäre das schon mal geklärt. Gut, da sind wir nicht mal fertig mit der Diskussion. Genau, was würden Sie tun, wenn Sie noch einen Tag zu leben hätten? Habe ich gerade in einem Interview mit dem Philosophen Odo Marquardt gelesen. Er hat gesagt, ich schlafe sehr gerne, ich würde schlafen. Genau. Überlegen wir uns das, vielleicht würden wir alle noch prompten wie wild. Ich würde gerne noch eine Frage an Ingo stellen, weil ich teile deine Analyse nach dem großen, also der große Marketing-Stump, das teile ich vollkommen. Ich würde aber doch noch einen Schritt weiter gehen. Wir gehen jetzt in den Bereich der Spekulation, das ist mir klar. Aber ich glaube auch tatsächlich, das ist nicht nur Marketing, sondern auf einer persönlichen Ebene ist da tatsächlich auch viel Authentisches drin. Ich glaube, ein Mensch wie Musk, der glaubt tatsächlich an diese apokalyptischen Visionen, an diese, wir können vielleicht, wir sind gar nicht in der Base Reality, das ist ja das große Wort, was da auch schon gefallen ist. Also diese Idee, wir leben in einer Art Matrix, in einer Scheinwelt und so. Und das glaube ich, das vermischt sich dann eben auch, also Business, Marketing und diese persönlichen, eben schon fast religiösen Vorstellungen, das passt, glaube ich, auch wieder hier in den Kontext. Wie würdest du also gerne auch Birgit, wie würdet ihr das einschätzen? Glaubt ihr, das ist eben nur Kalkül oder steckt da doch eben auch ein persönliches Credo, sag ich mal, dahinter? Mhm. Also, ich habe was gesagt. Mach du gerne, Birgit. Darf ich? Ja, die wichtigen Dinge sind eh schon gesagt. Ne? Es geht auch ganz stark um Macht und Geld. Dann ist nur die Frage, was würden Regulierungen überhaupt bringen? Ja, das ist nochmal das Nächste. Aber die wichtige Frage ist natürlich schon, wie gefährlich kann sozusagen die allgemeine Intelligenz sozusagen wirklich werden, also sozusagen eine allgemeine KI, ist da wirklich eine Gefahr dahinter? Ich habe vor einiger Zeit Interviews mit Chefentwicklern der großen Firmen im Bereich KI gesehen und habe mir dabei gedacht, und sage jetzt als Psychologin, ja, dass die Personen, die da entwickeln, selber durchaus daran glauben, aber dass ich sie jetzt nicht als die sozial kompetentesten Persönlichkeiten wahrnehmen würde, sondern ihnen einfach so gefühlt schon zumindest eine ordentliche narzisstische Prägung attestieren würde. Also das sind jetzt nicht, ja, aber da gibt es schon also Allmachtsfantasien verbunden mit irgendwelchen Horrorfantasien. Und ich bin dann, weil es mich interessiert hat, ein bisschen nachgegangen, ein bisschen nachgelesen. Es scheiden sich wirklich innerhalb der ITler und der KI-Entwickler die Geister. Nicht? Also da gibt es die einen, die sagen, ja, bei aller Nützlichkeit, wir nehmen das, wir verwenden das alles, das ist eine Maschine, die wird nie ihr Bewusstsein entwickeln. Und dann gibt es tatsächlich so auch diesen Forschungsstrang ja auch, der dann zeigt, okay, es gibt sowas wie irgendwann wird eine Intelligenz sich dessen gewahr, dass sie selber dass sie eine reale Welt beschreibt, in dem sie selber auch eine Rolle hat, ja. Also das soll es irgendwann geben, ja, und dann wird es eine Konvergenz ihrer funktionalen Ziele geben, das heißt, die wird dann einfach versuchen, nicht abgeschaltet zu werden, wenn sie das erkennt, also das sind so die Vorstellungen von der Sinn, dann gibt es immer dieses Bild von einem Alignment-Problem, also wir hätten noch nicht gelöst, die Frage, wie bringe ich einer KI wirklich bei, immer menschenfreundlich zu agieren, ja, sie hat keine Empathie, sie hat keine Spiegelneuronen, also wie mache ich das? Also das sind so, da geht es wirklich so auseinander. Und ich gebe dir da recht, Chris. Also ich glaube wirklich, da gibt es sozusagen nicht nur, also ich glaube, diesen Anteil, Ingo, den gibt es ganz stark, ja, diesen wirtschaftsgetriebenen, ja, um, eigentlich geht es um was ganz was anderes, ja. Also es geht um Milliarden, die da reingepumpt werden, aber auf der anderen Seite geht es schon auch darum, dass wohl irgendwo auch eine reale Gefahr entsteht und sich auch Menschen mit einer persönlichen, bestimmten Persönlichkeitsstruktur da und diese Entwicklungen
kümmern. Und das ist jetzt auch nicht so vertrauenserweckend. Also es ist jetzt nicht so ein, ja, also es ist schon schwer zu entscheiden. Also ich tue mir das aber schwer. Ich rette mich ein bisschen mit dem Vertrauen darauf, dass wir die Ressourcen nicht haben. Also wir haben nicht die, die Netzwerkressourcen und die finanziellen Ressourcen, um jetzt KIs dermaßen mächtig aufzublasen. Und ich frage mich halt auch, ob man nicht aus einem anderen Grund vielleicht einen Stopp einziehen sollte. Da werden ja Milliarden reingepumpt in diese Entwicklung. Ob es wirklich eine sinnvolle Schwerpunktsetzung ist. Ja, also was kann man sich denn wirklich erwarten von einer starken KI? Die Rettung der Welt sicher nicht. Die Welt krankt nicht an Problemen, die mit Intelligenz zu lösen wären. Ja, also wir haben, also wenn ich jetzt schaue, Umweltzerstörung, Verteilungsungerechtigkeiten und so weiter, das ist nicht eine Frage der Intelligenz. Ja. Wenn es eine Frage der Intelligenz wäre, also es ist nicht eine Frage der Intelligenz. Ja. Dafür braucht man keine starke KI. Jetzt habe ich ganz viel gesagt. Ich glaube, ihr wollt sicher irgendwo andocken, einhaken. Ja, gerne. Tobias, wenn wir noch ein bisschen unter uns sprechen dürfen, bevor du deine nächste Frage stellst. Mach euch, ich habe mir noch ein bisschen was zu tun. Okay. Das ist doch aber eigentlich der dankbarste, das finde ich immer als Moderator am besten, wenn die Leute untereinander eh schon sprechen. Aber wenn du uns nochmal wohin lenken möchtest, dann sag Bescheid. Aber ich wollte nochmal eben sagen, das, was ich glaube, das, was beides verbindet, sozusagen die persönliche Überzeugung der handelnden Personen und das sozusagen kapitalistische oder das kommerzielle Interesse dahinter ist sozusagen die Ideologie des Long-Termismus. Wenn man es auf Deutsch übersetzen würde, sozusagen, ja, weiß ich nicht, Langfristigkeitismus kann man nicht besonders gut übersetzen. Also Long-Term, in Long-Term-Denken ist eine philosophische Strömung, die seit den Anfang der 2000er Jahren im Silicon Valley in den USA sozusagen populär geworden ist. Es gibt es natürlich schon länger, aber und da geht es sehr stark eben darum, wirklich nur diese langfristigen Probleme in den Blick zu nehmen. Dagegen schrumpfen dann sozusagen all die Probleme, die wir heute haben. Kriege, Hunger und so weiter sind keine Themen, sondern es geht dann wirklich um diese große Frage, wie können wir uns davor schützen, dass es die Auslöschung oder die sozusagen eine sich selbstständig machende allgemeine künstliche Intelligenz geben wird. Und Chris, du hast es schon gesagt, ich glaube, das ist sozusagen ein fast quasi religiöse Verhältnisse sozusagen, für die ist das keine, nichts, die Fragen, die du gerade aufgemacht hast, Birgit, sozusagen diese Unsicherheit, diese Ambivalenz, die gibt es bei den Handelnden nicht, sondern für die ist das ganz klar und deshalb entscheiden die, handeln sie so, nur so, wie sie handeln und ja, wie schon gesagt, darüber gehen halt Probleme, die wir heute haben, ziemlich aus dem Blick. Ich persönlich glaube nicht daran, dass wir, und wenn, also seit 100 Jahren sozusagen sind es immer noch 40 Jahre, bis wir bei der an der Schwelle zur allgemeinen künstlichen Intelligenz sind. Das wird sozusagen immer gesagt. Ich glaube das ehrlich gesagt nicht. Ich bin kein Informatiker, deshalb will ich mich auch nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, aber wenn ich mir angucke, sozusagen, wie sozusagen auf die Technik dahinter schaue, was ist ChatGPT, was macht ChatGPT und Midjourney, es ist weiter ein Lernen aus Datenbeständen sozusagen, aus Daten, die schon da sind, aus Daten, die schon da waren und daraus Antworten, Variationen generieren. Das machen die sehr gut, aber das ist was komplett anderes als Bewusstsein. So, die können Bewusstsein gut vorspielen, eine Menschlichkeit, aber ja, ich bin dann gerne der Erste, der sich vom Terminator erschießen lässt, wenn ich falsch liege und wenn er doch demnächst kommt, aber ich glaube das wirklich nicht. Zumal auch da wieder sozusagen die Rede von der künstlichen Intelligenz und das Anthropomorphe lässt vollkommen aus dem Blick geraten, wie werden eigentlich zum Beispiel diese Large Language Models trainiert sozusagen. ChatGPT, du hast die Frage gestellt, Birgit, wie wird ChatGPT oder wie kann künstliche Intelligenz empathisch sein? Heute funktioniert es ja so, dass ganz viele Clickworker in vor allen Dingen in afrikanischen Ländern, im globalen Süden sozusagen dem Modell beibringen, was es nicht sagen darf. So, die klassifizieren, die im positiven Sinne sozusagen ist diese Datenannotation zu sagen, der Maschine zu sagen, wenn eine Katze zu sehen ist, dann ist das eine Katze, aber im negativen Sinne ja auch zu sagen, okay, Kinderpornografie ist Kinderpornografie und das machen Menschen, Clickworker, die extrem schlecht bezahlt sind, sozusagen die outgesourced arbeiten in Nairobi und anderen afrikanischen und Ländern des sozusagen Orten im globalen Süden, die machen das möglich, dass ChatGPT heute so gut funktioniert, wie es funktioniert.
Ich werfe mal gerade einen Blick in den Chat und da finde ich vom Stefan Schölzel einen ganz spannenden Beitrag. Schon mal als Denkanstoß, als starker Legastheniker würde ich es begrüßen, wenn KI-Tools als Rechtschreibehilfe anerkannt werden und man nicht immer unter den Generalverdacht des Betrugsversuchs gestellt wird. Und jetzt, ja, Birgit, auch an dich die Frage. Vorhin war ja gerade so das Thema Entwicklungsstopp für KI. Brauchen wir nicht viel mehr, ich sag mal, als Gesellschaft, vor allem auch im Bildungsbereich, erstmal einen Alltagsstopp, um uns mit dem Thema KI zu beschäftigen? Ja, du stellst da eine Frage, die eigentlich in eine Empfehlung umformulieren würde, 1:1. Ja. Also wir für uns in der Bildung, in der gesellschaftlichen Entwicklung auch, an einer sozusagen Bewusstwerdung, womit haben wir es denn da jetzt zu tun? Wir würden diesen Stopp brauchen, einfach um sozusagen jetzt einmal zu lernen, womit haben wir es denn da überhaupt zu tun und um uns nach Möglichkeit, ne, das, also sozusagen, wenn das jetzt nicht eine simulierte Demokratisierung wäre, sondern wenn wir da wirklich einen demokratischen Diskurs hätten, dann könnte man ja jetzt uns wünschen, dass wir da einen Stake haben und was sagen können dazu. Wollen wir denn, dass uns jetzt das Denken abgenommen wird? Wollen wir einen Taschenrechner-Effekt riskieren, wenn es ums selbstständige Denken geht? Also wollen wir überhaupt, dass so viel generierte Texte ins Web kommen? Wie können wir das verstehen, was da jetzt daherkommt? Also was jetzt zum Beispiel ChatGPT auswirft, ist ja nicht mehr so etikettiert wie ich bin ein Buch, ich bin ein Plakat, ich komme aus dieser Quelle, ich komme aus dieser Quelle. Ich weiß, jetzt ist es natürlich zunehmend mit Quellenangaben auch in Bing und so weiter. Aber das ist nicht von vornherein der Fall. Und wir müssen einfach erst einmal lernen, mit diesen Texten umzugehen, die da kommen, zu verstehen, was ist denn das, was kann ich damit machen? Und wir müssen lernen, was sind denn diese Instanzen, die so humanoid daherkommen? Ja? Was ist denn das, was da jetzt sagt, bitte, danke, kann ich noch was für Sie tun? Natürlich, du Clickworker und spezielle Programmierungsschleifen auf das vorbereitet sind, aber wir müssen erst einmal lernen, mit sowas umzugehen. Wir kennen sowas nicht. Bisher war das so, wenn jemand nur annähernd so gewählt über alle möglichen Themen dahergeredet hat, sage ich mal, dann hat das, diese Person, hat, das war Respektsperson für uns in irgendeiner Weise, ja. Wir schreiben dieser Instanz viel mehr oder was ganz anderes zu, als sie wirklich ist. Letztlich ist es das, was du immer gesagt hast, zurzeit eine Maschine, ja. Und wir gehen aber nicht so um damit, ja. Und wir müssen das lernen, ja. Also ich glaube, wir müssen alle erst einmal lernen, womit haben wir es denn da zu tun. Dann müssen wir lernen, einmal wach hinzuschauen, was kommt denn jetzt auf allen möglichen Webseiten daher an Text, ja. Da noch einmal Bewusstsein zu entwickeln, auseinanderkennen kann man es eh nicht, aber noch einmal die Frage nach Quellen zu stellen, sowas müssten wir erst lernen. Und ich glaube, viele Leute müssen auch mal lernen, was ist der Unterschied zwischen einer Suchmaschine und einem Sprachmodell, einem Chat. Also das ist so trivial, klingt so trivial, aber das ist überhaupt nicht trivial. Wenn ich jetzt ein Sprachmodell als Suchmaschine verwende, ohne dass ich wirklich Quellenangaben eingebunden habe, wir wissen nicht, was rauskommen kann. Unter anderem auch viel Unsinn. Ja. Und da gehört einfach, finde ich, wir hätten da eigentlich einen Bildungsauftrag. Ja. Wir haben einen Bildungsauftrag auch in der Erwachsenenbildung. Die Frage ist nur, wer wird den uns erteilen und zahlen dafür? Und die zweite Frage ist, wer wird das jetzt abholen gehen? Also wer wird jetzt hingehen und sagen, bitte, ich brauche eine Nachschulung in kritische Medienkompetenz? Das ist so ein bisschen, wie wenn ich sagen würde, ich kann nicht so richtig kritisch denken. Wie kann die Erwachsenenbildung in den Status gelangen, das zu tun, was getan werden sollte, finde ich. Das ist so ein bisschen die Frage. Also da habe ich durchaus eine frohe Botschaft für dich. Bei mir sind seit etwa im zweiten Quartal, interessanterweise, des Jahres, ist die Nachfrage nach, hey, kannst du uns bitte einen Kurs im Bereich kritisches Denken anbieten? Es ist also exponentiell gewachsen. Oh. Wirklich so auch, und zwar im sehr direkten Zusammenhang mit, oh, jetzt haben wir künstliche Intelligenz, wir müssen uns irgendwie davon abheben, wir müssen irgendwie damit umgehen können. Ah, da waren noch irgendwo im Verstaubten, in einer ganz verstaubten Ecke des Elfenbeinturms, waren doch noch ein paar Philosophen, und da ist doch das kritische Denken, die haben da irgendwas gemacht, kommt jetzt bitte mal wieder hervor und rettet uns. Also wieder diese gleiche Polarität quasi, dass man so, ah, und jetzt tut das Gute für uns. Aber ich freue mich eigentlich sehr, dass diese Nachfrage nach dieser Methode, dass die sehr stark gestiegen ist auch. Ja, weil da stellt sich mir jetzt die Frage, ich meine, wir sind ja oder wir leben ja in einer Zeit, wenn man sich, ich sag mal, die Umwelt mal anschaut, wenn man sich mal Behörden anschaut, da gilt es ja schon als Fortschritt,
ein Online-Formular zu haben, wo man ein PDF runterladen kann, was man per Kugelschreiber ausfüllt und das dann per Fax zurückschicken kann. So, das ist Alltag. In den Schulen ist der Medienwagen immer noch Zeichen dafür, jetzt haben wir 20 Minuten Ruhe, weil der Lehrer, die Lehrerin muss jetzt erstmal alles anschließen und da passiert erstmal lange nichts. Ne? Und wir haben jetzt einen riesigen Digitalisierungsschub durch die Corona-Zeit, der flacht natürlich erstmal ab, das war ganz klar. Aber jetzt kommt irgendwie schon wieder so ein großes Thema KI mit ganz vielen Anforderungen. Und wo fangen wir denn, ich frage jetzt dich, Chris, auch als Gesellschaft an, uns wie vorzubilden, also wo wären Anknüpfungspunkte für uns, damit wir als Gesellschaft vielleicht auch fit werden, mit dem Thema umzugehen? Wunderlich, so stellst du immer dem Philosophen die, so die ganz konkreten Fragen. Wir sind doch bekannt dafür, dass wir eher so ein bisschen in den großen Bereichen darum schwadronieren, würde ich fast sagen. Aber tatsächlich, also und da kommt mir halt als erstes Stichwort wirklich etwas in den Sinn, wofür ich immer wieder als Schlagwort plädiere, und das ist eben die Persönlichkeitsbildung, die wir brauchen. Und das klingt auch mal irgendwie so ein bisschen nach einem sehr trivialen Schlagwort im ersten Moment. Aber im Moment wird auch sehr stark forciert, ich weiß nicht, wie das in Lehrplänen in Deutschland und in Österreich genau aussieht, aber wir brauchen viel mehr MINT-Fächer. Also die Leute müssen Mathematik lernen, müssen die ganzen technologischen Fähigkeiten lernen und so. Und da sage ich immer, also bewusst auch provokativ, ich meine, ich würde nicht Mathematik abschaffen wollen, auf keinen Fall. Und das brauchen wir unbedingt. Aber zum einen sind ja die gleichen Leute, die das fordern, behaupten auch, in 5 Jahren brauchen wir keine Ingenieure mehr, weil die KI das dann alles selber macht. Glaube ich auch nicht, aber wie geht dann die Forderung mit dem anderen zusammen? Also da fehlt ein bisschen langfristiges Denken meiner Ansicht nach. Und eben, was wir nicht so schnell lernen, das ist eben genau diese persönlichkeitsbildenden Geschichten, wie, hey, wozu soll das alles überhaupt dienen? Ja, ist es wichtig? Also ich nehme da Birgit gerne auf, ja, wer bezahlt denn das? Das ist ja der Hauptdiskurs, den wir halt im Moment haben. Also wir sind sehr stark marktwirtschaftlich, kapitalistisch dominiert, quasi noch, wenn wir sogar noch eine Stufe über den Digitalisierungsbereich gehen. Das ist das leitende Paradigma. Und solange wir immer nur so denken können und müssen, ist dann natürlich der Spielraum relativ klein. Aber eigentlich, und da werfe ich jetzt gerne nochmal den Werbeslogan für die Ethik in den Ring, aber die Frage der Ethik ist ja nicht eben dafür, wo man uns jetzt immer holt, bitte Moralzeigefinger, was darf man nicht tun, sondern die Grundfrage der Ethik ist ja die Frage nach dem guten Leben. Und der Cyber-Ethik für mich, wie wollen wir gut leben in einem dicht vernetzten, stark digitalisierten Zeitalter? Und diese Frage hat eben keine technologische Antwort. Und da, glaube ich, da sollten wir uns jetzt nicht im kurzfristigen Denken einfach nur so quasi die technologischen Skills aufarbeiten, sondern wirklich auch, ich habe es heute Morgen schon mal natürlich mit einem gewissen Augenzwinkern gesagt, aber Goethe lesen als Obligatorium für EntwicklerInnen, das wäre nicht ganz falsch. Ich glaube, da kann man auch viel Inspiration daraus beziehen. Wie seht ihr das? Gebe ich vielleicht auch direkt auch an Ingo nochmal weiter mit dem Impuls, wenn man mal die ganzen Jahre zurückschaut, vor allen Dingen so die digitalen Themen, dass alles, was man irgendwie nicht kontrollieren kann, versucht wird, in irgendwelche Gesetze oder Verbote oder Regulierungen reinzupacken. AI Act ist ja jetzt auch nur ein Punkt oder ein Stichwort, KI-Entwicklung zu regulieren. Kann diese Regulierung uns in der Form helfen und unterstützen als Gesellschaft, uns, ich sag mal, mit dem Thema besser zurechtzufinden? Ja, finde ich super, dass du es ansprichst. Das ist der Punkt, den ich immer sozusagen mache. Natürlich, ich finde es absolut wichtig und richtig, dass wir über Bildung sprechen. Die Bildungsinstitutionen müssen sich ändern. Das wisst ihr wahrscheinlich eh viel besser als ich. Wäre ich auch nochmal gespannt darauf, sozusagen, was ihr sagen würdet, wo sich da was tun muss, sozusagen, wie sich eigentlich Lernen und Lehren verändern muss, angesichts der Allverfügbarkeit von Informationen und so. Genau, aber das ist sozusagen eine Seite der Medaille, die andere Seite ist wirklich, glaube ich, Regulierung. Und also, da gibt es, die EU verhandelt jetzt über den AI Act und ich glaube wirklich, eine der gefährlichsten sozusagen Anwendungen von sogenannter künstlicher Intelligenz, die gibt es heute schon, die ist schon im Einsatz und das ist Gesichtserkennung sozusagen. Wir haben, weil sozusagen die von Staaten eingesetzt wird, aber eben auch von kommerziellen Akteuren,
Aber sozusagen, wir haben Fantasien von Innenministern, egal wer Innenminister in Deutschland ist. Na gut, Nancy Faeser hat es, glaube ich, noch nicht gefordert, aber es kann nicht mehr lange dauern. Sozusagen fordern sie flächendeckende Videoüberwachung mit Gesichtserkennung im Öffentlichen. Man soll sich sozusagen nicht durch den öffentlichen Raum bewegen können, ohne erkannt zu werden, staatlicherseits. Und das ist natürlich ein echt großes Problem. So, und da setzt zum Beispiel der KI-Act, an dem die EU gerade ist, noch sehr unsicher, ob der KI-Act da sozusagen helfen wird, die KI-Verordnung. Es wird noch drum gestritten im Trilog. So, das heißt, ich glaube, wir können Ich muss in mal gucken, dass ich gerade das Band kriege. ich glaube, wir können. Zoom und Ich glaube, Spin. irgendwer hat ein Mikrofon aus Versehen an. War das Zoom? Boah, das ist. Frau Schubert-Hinrichs, Plugin. könnten Sie Ihr Mikrofon ausmachen? Ja, habe Dankeschön. ich schon gemacht. Ah, hast du Gut. gemacht. Danke für das. Genau, also insofern glaube ich, dass wir sozusagen das mit Regulierung begleiten können und müssen. Ich glaube auch nach wie vor, dass die Datenschutzgrundverordnung oder Datenschutzgesetzgebung ein wichtiges Instrument ist, um sozusagen für Begrenzung und für Transparenz zu sorgen, wo Daten eingesetzt werden und wie sie eingesetzt werden. Ich glaube, dass wir eben auch in bestimmten Bereichen über Verbote bestimmter Datennutzung und sozusagen Automatisierungsfälle sprechen müssen. Gleichzeitig, und das ist für mich so ein bisschen neu in der Situation bei Netzpolitik.org, haben wir sozusagen, schreiben wir viel über Regulierung und fordern oft auch Regulierung. Wir werden das Problem der Desinformation beispielsweise und sozusagen das nicht in den Griff bekommen durch Regulierung alleine. Es gibt kleinere Maßnahmen, irgendwie Wasserzeichen in Bilder einfügen und so weiter. Das kann man versuchen. Aber das dahinterliegende Problem, dass wir sozusagen als Gesellschaft eigentlich nicht mehr wissen, wem wir trauen können und welcher Information wir trauen können und trotzdem aber noch nicht so weit sind, dass alle, wenn sie eine Information serviert bekommen, sagen, aha, ich frage jetzt mal, ich hinterfrage jetzt mal, wo kommt die her, welches Interesse könnte dahinter stecken und so weiter. Das werden wir nicht durch Regulierung lösen können. Das ist eine wahnsinnige Bildungsaufgabe, nicht nur Schulen, sondern eigentlich auf allen Ebenen. Ja. Und deshalb bräuchten wir diesen Stopp, den wir, also ich glaube, da sind wir uns einig, aber wir sind uns, glaube ich, auch einig, dass wir den eben nicht kriegen werden. Das ist auch nicht realistisch. Ich möchte gerne jetzt doch noch ein Versprechen an Tobias einlösen, um jetzt noch ganz konkret etwas zu sagen. Ja, wie sieht denn das aus mit der Bildung? Zu dem, was du gesagt hast, mit der flächendeckenden Gesichtserkennung, da würde ich jetzt gerne mein Plädoyer für die eben weitere Allgemeinbildung nochmal stark machen an diesem konkreten Beispiel, weil da wäre es eben hilfreich, wenn Entwicklerinnen und Entwickler beispielsweise, also auch auf dieser Ebene, aber natürlich auch auf vielen anderen Entscheidungsebenen, wenn die jetzt Geschichtsunterricht hätten und verstehen würden, dass es vor der Französischen Revolution diese Lettres cachées gab, mit denen man einfach Leute irgendwie verhaften konnte. Also da konnte der quasi mit königlichem Siegel, konnte man das ausstellen und ohne jeglichen Grund Leute einfach verhaften. Und damals waren die Haftbedingungen also wahrscheinlich in den meisten Orten in Westeuropa noch ein bisschen schlechter als heute. Und da ist man dann in einem dunklen Loch versunken und nie mehr rausgekommen. Das ist natürlich, das hat keinen so ganz direkt ersichtlichen Zusammenhang, aber solche Zusammenhänge eben mal zu erkennen, wieso das Privatsphäre ein hart erkämpftes Recht war, das eben das schließlich, ich meine, es war nicht das Einzige, aber das eben zu so einer Revolution geführt hat, das dann eben zu demokratischen Bewegungen geführt hat. Solche Dinge, glaube ich, das hilft, wenn man die mal gehört hat, im besten Falle mehrmals und dann irgendwann auch noch sogar verstanden, um dann eben auch Software zu schreiben, die entsprechend nicht nur so technosolutionistisch funktional ausgerichtet ist, sondern eben auch einen gesellschaftlichen Wert hat, um es mal so zu sagen. Okay, vielen Dank, Chris. Ich gucke ein bisschen auf die Uhr. Wir haben nämlich noch 5 Minuten und deswegen würde ich jetzt gerne mit euch noch mal in die Glaskugel schauen. Wenn wir uns hier in einem Jahr wieder treffen, im Herbst 2024, was glaubt ihr, was ist so das Thema, die Herausforderung, die uns in diesem Jahr beschäftigt hat? Ingo, du siehst so aus, als hättest du schon direkt was.
Nee, ich versuch ehrlich gesagt, sozusagen wirklich als Abwehrhaltung gegen diesen Long-Termismus und gegen dieses, okay, wir gucken nur auf das nächste große Ding, versuche ich mich eigentlich echt zurückzuhalten, sozusagen, und versuche sehr stark mich zu konzentrieren auf das, was wir heute an Technologien, an sozusagen gesellschaftlichen Problemen haben. Ja, um jetzt irgendwas zu sagen, ich glaube, das nächste große Ding wird Quantencomputing, aber das kann womöglich auch noch ein paar Jahre dauern. Es kann ja auch was mit der nächsten großen Herausforderung für uns als Gesellschaft oder als Menschen ja auch zu tun haben, mit der wir jetzt zu tun haben werden. Ich glaube schon, dass sozusagen dieses Problem des Auseinanderhaltens von sozusagen wahrer Information, verifizierter Information, weil sozusagen KI-Generatoren einfach es ermöglichen, die Geschwindigkeit und die Quantität von Desinformation massiv zu erhöhen, könnte ich mir schon vorstellen, dass wir im Rahmen der nächsten Wahlen, EU-Wahl beispielsweise, sozusagen Kampagnen sehen, die sich das zunutze machen. Aber ich, wie gesagt, eigentlich mache ich nicht ganz so eine Prognose. Birgit, wer Bildungsangebote zeitgemäß anbieten will, muss ein bisschen auch in die Glaskugel schauen. Was glaubst du, was sind so die großen Themen, die auf uns zukommen werden im Bildungsbereich? Dein Mikro, genau. Na, einiges ist, also vieles ist schon angesprochen worden. Ich bin ganz eigentlich, freue mich total drüber, wie lebendig diese Diskussion sich jetzt geschaltet hat und wie viel neue Impulse ihr mitnehmen darf daraus. Ich hoffe auch auf den AI Act, vor allem wegen der Deklarationspflicht, die damit verbunden ist, eben für KI-Verwendung. Ja. Ich glaube tatsächlich, aber ich meine, das ganze Geschehen ist einfach eingebettet in eine neoliberale Ideologie und dementsprechend wird sie sich auch gestalten. Also die Technik entwickelt sich ja nicht aufgrund der technischen Parameter, sondern aufgrund der gesellschaftspolitischen Parameter, innerhalb derer sie eben promotet wird und weiterentwickelt wird. Also deswegen bin ich jetzt nicht so ganz, bin nicht so wirklich optimistisch aufs große Ganze gesehen. Ich glaube, es wird einen Taschenrechner-Effekt geben. Viele Leute, die ja unter Produktionsdruck stehen in ihrem Beruf, werden Tools verwenden und irgendwas einfach auch machen, ohne immer so genau nachzudenken, kritisch nachzudenken, was ist das jetzt und welche Qualität hat es. Einfach weil es die anderen machen, weil es die Konkurrenz macht. Also das ist halt einfach unsere Umgebung, unsere Welt. Das wird sicher passieren. Ein Stück weit werden wir vielleicht an kritischem Denken was verlieren oder was aufgeben, an Grundfähigkeiten und Grundkompetenzen in den jeweiligen Domänen und Fächern. Das finde ich eigentlich sehr schlimm, ja, aber ihr wart es doch, ja. Es wird im Internet mehr Müll kursieren, also sozusagen im Sinne von ungesicherter Information, die gar nicht böswillig als Fake erzeugt worden ist, sondern einfach als Nebenprodukt einer unreflektierten Verwendung. Und von diesem Müll wird wiederum die nächste KI lernen, sodass da sozusagen eine selbstreferenzielle, sich steigernde Schleife an Müllproduktion in Gang gesetzt wird, im schlimmsten Fall, ja. Ja. Also was ich schon ein bisschen auch die Hoffnung habe, ne, woran wir auch arbeiten, jetzt hat mit den generativen KIs sozusagen jeder einen Ferrari im Keller stehen und viele haben gar keinen Führerschein, ja, jetzt aufgesehen von, ja, und fahren aber jetzt damit, ne? Und so ein bisschen den Führerschein ein Stückchen nachliefern, indem wir so ein bisschen bewusst machen wollen, wie funktioniert das in groben Zügen, ja? Also so, und was ist gescheit damit zu machen, was sollte ich lieber nicht machen, ja? Weil es einfach nicht der Technologie dahinter entspricht. Also da ein bisschen was beitragen zu können, das hoffe ich. Wir machen auch auf Erwachsenenbildung.at in meinem Arbeitsbereich DigiProf KI-Serie im nächsten Jahr zu dem Thema, weil wir natürlich genau da einsetzen und was unterstützen tun wollen. Ansonsten, Chris, ich finde es so gut, was du so aus philosophischer Sicht eingebracht hast bezüglich der Haltung, also dem kritischen Denken, der kritischen Herangehensweise, die wir eigentlich brauchen würden. Also ich glaube, es braucht nicht nur den Führerschein, es braucht eine entsprechende achtsame Haltung, wenn ich in ein Auto steige, ja, und die Überlegung, gehe ich das Stück zu Fuß oder steige ich da jetzt vorher wirklich mit dem Ferrari? Ja? Also da hoffe ich, dass sich auch was bewegen lässt und bewegt. Also ich finde es sehr schön, dass bei dir die Nachfrage nach Angeboten kritischen Denken steigt. Ich bin ein bisschen skeptisch,
wie es dann sozusagen im großen Ganzen da quantitativ ausschaut diesbezüglich. Aber ja, mehr kann ich nicht. Ich sehe noch nicht mehr in der Glaskugel als das. Ja, danke schön, danke schön. Dann würde ich dem Chris jetzt auch noch das letzte Wort geben, die letzten drei Sätze. Chris, was kommt auch auf uns zu? Ja, vielen Dank. Offenbar haben Birgit und ich dieselbe Glaskugel, beziehungsweise heute müssen wir sagen, können wir nachher Prompts vergleichen. Hat uns ChatGPT dasselbe ausgespuckt? Nein, ich habe natürlich nicht ChatGPT gefragt, würde vieles unterstreichen und einfach statt jetzt einen Blick in die Glaskugel zu machen, so ganz bewusst aus philosophischer Sicht auch eine Forderung aufstellen, nämlich dass wir eben genau auf Basis dessen, was Birgit gesagt hat, ich finde, wir müssen unbedingt aus dieser Froschperspektive rauskommen, also auf diese, alles ist so groß, neben Weltveränderung und so, ne, überhaupt. Wir müssen anfangen, KI-Tools reflektiert anstatt reflexartig zu nutzen. Das ist das, was wir brauchen. Und ich bin da auch guter Skeptiker. Wir werden die Welt nicht in einem Jahr verändert haben. Aber ich finde es wichtig, dass wir daran arbeiten. Sehr schön. Reflektiert statt reflexartig benutzen. Ein ganz tolles Schlusswort. Und ich danke euch dreien für diese ja, total interessante und lebendige Diskussion. Da ist ja ruckzuck jetzt auch die Zeit vergangen und viele neue Eindrücke, viele tolle Statements. Also euch dreien herzlichen Dank, dass ihr da wart.